Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Waldschrat liest. Ich möchte euch heute ein ganz tolles Buch vorstellen. Bisher mein Monatshighlight für den April. Und zwar ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Es haben schon ganz viele dieses Buch gelobt. Ich höre und lese seit Jahren ganz viele Rezensionen zu diesem Buch und alle haben gesagt, es ist unglaublich großartig geschrieben, ein unglaublich tolles Buch, aber auch sehr traurig. Und ich hatte die letzten Jahre absolut keine Lust auf traurige Bücher und deswegen bin ich immer so ein bisschen um dieses Buch herumgeschlichen und dachte mir, naja, wenn dann so viel heulen muss und wenn es traurig ist, dann liest es eben lieber nicht. So, und letzten Endes habe ich aber dieses Jahr bei einer YouTuberin den Trailer gesehen für die Verfilmung, die diesen Sommer ins Kino kommt. Und nach dem Trailer hatte ich eigentlich schon Bock auf die Geschichte und vor allem gehe ich nur ins Kino zu einer Buchverfilmung, wenn ich das Buch bereits kenne, weil man verdirbt sich ja doch einiges, wenn man sich zuerst diesen Film anschaut und dann das Buch liest, weil dann sind die Charaktere eben schon da, ne? Und man kann sich gar nicht alles vorstellen und die Fantasie spielen lassen. Deswegen fahre ich eigentlich immer so, dass ich zuerst die Geschichten lese, bevor ich sie mir im Kino anschaue oder eben zu Hause auf DVD. Und deswegen musste das Buch jetzt gelesen werden. Und ich habe angefangen, ich habe die Hälfte in einem Rutsch weggelesen. Es war unglaublich spannend. Dann hatte ich meine Leseflaute, habe ich ja schon bei der letzten Rezension kurz angemerkt. Ich lese mehrere Bücher parallel, deswegen hat die Leseflaute natürlich auch mehrere Bücher erwischt. Und dann habe ich aber nach 3 Wochen das Buch mir wieder geschnappt und habe es wieder in einem Rutsch gelesen. Also unglaublich gut geschrieben, so ein Buch, wo man abends auf die Uhr schaut und sagt, ich lese jetzt nur noch das eine Kapitel und 3 Kapitel später, naja, das eine noch, ne? So ein Buch ist es im Prinzip. Und zur Geschichte, wer es noch nicht kennt, die Story, es geht um Lou und um Will. Lou ist eine junge Dame oder eigentlich nicht mehr ganz so jung, ich glaube sie ist 30 und die in ihrem Leben noch nicht viel erreicht hat. Ne? Zumindest würden viele Menschen, die auf dieses Leben draufschauen, sagen, es ist bis jetzt ein bisschen verplempert worden. Also sie arbeitet seit vielen Jahren in einem Café, hat keine richtige Ausbildung gemacht, ist mit einem Typen zusammen, mehr oder minder aus Gewohnheit, wohnt noch zu Hause und das war es eigentlich schon. Ne? Aber sie ist fürchterlich zufrieden und stürzt im Prinzip aus allen Wolken, als sie diesen Job in dem Café verliert, weil sie gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt machen mit mir und mit meinem Leben. Und eigentlich würde sie sich gerne erstmal ein bisschen selbst bemitleiden, wie das eben so ist, wenn plötzlich etwas wegbricht, auf was man sich verlassen hat. Allerdings ist sie mehr oder minder der Hauptverdiener in der Familie. Also der Vater geht arbeiten und dann wohnt im Haus noch der Opa, der aber gepflegt sein muss. Deswegen ist die Mutter zu Hause oder vielleicht ist die Mutter schon seit der Geburt ihrer 2 Töchter zu Hause. Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall putzt die Mutter den ganzen Tag, macht aber sonst nichts, um Geld zu verdienen. Und Lous Schwester wohnt ebenfalls noch dort. Sie war eigentlich die Leuchte in der Familie, hat mehrere Klassen übersprungen und wollte studieren und sollte eigentlich ein ganz großer Stern am Nachthimmel werden, hat sich dann aber schwängern lassen und wohnt deswegen quasi mit ihrem Sohn auch zu Hause. Es geht der Vater arbeiten, fürchtet sich aber ständig, dass er bei der nächsten Entlassungswelle dran ist. Und Lous Gehalt bricht weg. Und irgendwie muss diese Familie finanziert werden. Und die setzen Lou richtig unter Druck. Also ich muss sagen, diese Familie, das sind ein paar Egoistenschweine sondergleich. Ne? Also was sich Lou alles für Vorwürfe anhören muss. Und auch als es ihr schlecht geht, wird sie auch ständig gedisst und klein gehalten, muss ich sagen. Ach, fürchterliche Familie. Also es gibt auch ein paar liebe Menschen oder auch ein paar liebe Szenen und Dialoge, aber manchmal hätte ich die auch am liebsten, naja, wie auch immer.
Auf jeden Fall sitzt Lou dann mehrmals im Arbeitsamt und versucht einen neuen Job zu finden, hat auch mehrere Fehlversuche, ist relativ unglücklich und landet zum Schluss in der Pflege. Und zwar soll sie diesen Will pflegen, auch ein relativ junger Mann, ich glaube 38, 8 Jahre älter, wenn ich mich nicht irre, und kommt aus einer sehr gut betuchten Familie. Also die Autorin hat auch versucht, so ein bisschen diesen Klassenunterschied darzustellen zwischen Lou, die mit ihrer Familie in diesem kleinen Häuschen lebt und alle sehr einfach sind, und Will, dessen Mutti eben Richterin ist und die das Schloss oder die Burg in diesem Ort verwalten und so weiter und so fort. Sind also zwei völlig unterschiedliche Welten. Und Will ist dort aufgewachsen, musste sich noch nie groß Gedanken über Geld machen, hatte hohe Pläne, war selbst beruflich erfolgreich, liebte den Extremsport, ist gern Skifahren gegangen und, was ist kein Extremsport ist, aber gibt es ja auch Steigerungsmöglichkeiten, Bungee-Jumping und so weiter und so fort. Und ihn hat aber vor Jahren ein Motorrad erwischt und er hat eine Rückenmarksverletzung und ist quasi an den Rollstuhl gefesselt. Er kann wenig allein machen, also er kann seinen Kopf noch bewegen, er kann sprechen, er kann mit den Händen ganz kleine Bewegungen machen, aber jetzt nicht so, dass, also er kann seine Arme nicht bewegen, er kann jetzt nicht den Rollstuhl selbst fahren zum Beispiel. Er braucht Hilfe beim ins Bett gehen, beim Aufstehen, beim Waschen, beim Anziehen. Er muss gefüttert werden, beziehungsweise Essen muss ihm gereicht werden. Man sagt eigentlich nicht füttern. Und er ist sehr unglücklich damit. Kann man sich ja eigentlich auch vorstellen, jemand, der sehr erfolgreich war, gut aussehend, eine tolle, hübsche Frau an seiner Seite und der die Herausforderung geliebt hat, eben nicht nur im Beruf, sondern auch im Sportlichen. Der kann jetzt plötzlich nichts mehr machen und es macht ihn auch depressiv und Will möchte eigentlich sein Leben beenden, weil er einfach keinen Bock mehr darauf hat und er weiß auch, dass es nicht besser wird. Also es ist keine Heilung in Sicht. Ja, die zwei treffen nun aufeinander und Lou ist zwar irgendwo relativ einfach und naiv, aber sie strotzt auch vor Motivation und vor gutem Willen. Sie plappert, was das Zeug hält. Sie hat einen außergewöhnlichen Modegeschmack, womit sie vor allem Wills Familie häufiger wahrscheinlich vor dem Kopf stößt, weil sie eben so seltsam aussieht und plappert, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Aber man kann sich vorstellen, dass Will das gut tut. Und dass Lou ihn auch ein Stückchen aus seiner Depression reißt. Ah, das ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft, wenn nicht sogar mehr. Und ich habe ja schon gesagt, es ist wahnsinnig traurig. Ich hatte Angst, dass ich heulen muss wie so ein Schlosshund und ich habe auch geflennt. Es ist traurig. Ich mache euch nichts vor, ja? Also zu der Geschichte möchte ich nicht mehr sagen. Aber man kann sich denken, ob es nun eine Freundschaft ist oder eine Liebe. Dass jemand, der weiß, er wird immer querschnittsgelähmt sein und der sich nie wieder bewegen kann, also dass mit so jemandem schwer eine Beziehung zu führen ist. Ne? Und ja, mehr möchte ich wie gesagt nicht verraten. Ich kann dieses Buch jedem nur ans Herz legen. Es sieht nicht nur wunderschön aus, das Cover. Es ist auch eine sehr tolle Geschichte. Auch wenn mich Lou's Familie manchmal genervt hat, unglaublich toll, liebevoll geschrieben, sehr gut ausgestaltet. Also, ich habe jetzt schon ein paar Bücher hier rezensiert, wo ich dann vor allem bei dem Vampirbuch gesagt habe, naja, es war alles abgehakt und man hat immer nur so ein bisschen in die Szenen reinschauen können. Das ist richtig gut geschrieben. Mir hat sich die Autorin mit sehr viel Liebe an die Szenen und an die Beschreibungen und an die Charaktere gesetzt. Und ich werde dieses Buch auch nochmal lesen. Also es wird eins von diesen Büchern sein, wo ich in ein paar Jahren mir denke, Mensch, das musst du nochmal lesen. Das war eine schöne Geschichte, die auch ans Herz ging. Ja, 5 von 5 Sternen. Ich habe geschwärmt. Es ist nichts anderes. Ich lege euch das Buch ans Herz. Ich finde, jeder muss es gelesen haben.
Und so toll, wie es aussieht, sollte es eigentlich auch in meinem Schrank haben. Na? Gut, das ist mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Rezension und falls ihr Blut geleckt habt, auch viel Spaß mit dem Buch. Ansonsten für diejenigen, die nicht gern lesen, im Sommer kommt der Film ins Kino. Kann sich in jeder anschauen. Bis dahin, macht's gut!